bis wir dann zu dem fünften und dem sechsten Brief kamen. Der fünfte Brief enthielt einen Zeitplan, einen 8-Jahres-Plan. Der Zeitplan begann im Jahre 1973 und diese Leute glauben fest, dass sie bis zum Ende des Jahres 1980 die Welt fest in ihrer Kontrolle haben. Überall im Lande fragen mich nun die Christen, ob ich dieser Zeitplan Glauben schenke. Nun, ich habe bisher noch nichts entdeckt, was daran falsch ist. Erst dann, wenn sich Fehler in diesem Zeitplan erweisen, höre ich auf, an die Richtigkeit dieses Zeitplans zu glauben. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde dieser Zeitplan eingehalten. Einer der genauesten Punkte in diesem Zeitplan war dieser Kohlestreik, der ja gerade jetzt stattfindet. Ich rede jetzt nicht darüber, nachdem es nun geschehen ist, sondern seit 5 Jahren spreche ich schon über dieses Thema. Niemand wollte mir glauben, dass wir jemals in die Gefahr liefen, hier in USA keinerlei Stromversorgung mehr für unsere Häuser zu haben. Es ist jetzt noch nicht so schlimm, aber es wird schlimmer werden, wenn dieser Streik vorüber ist und dann in 1,5 Jahren ein neuer Streik ausgerufen wird. Wenn das geschieht, werden dann nicht nur die Kohlearbeiter streiken, sondern auch die Transportarbeiter werden streiken, die Hafenarbeiter, das Flugpersonal und auch die Eisenbahner werden dann an Streik gehen. Das mag sich auch nicht sehr schlimm anhören, aber wenn man in einer der größeren Städte lebt und es wird dann mit der Zeit keinerlei Nahrungsmittel mehr in diese Städte hineingebracht, dann kann man vielleicht den Hungertod erleiden. Aber da wird jemand da sein, der sie dann nicht hungers umkommen lässt, die amerikanische Bundesregierung. Und das ist ja die ganze Idee hinter diesen Streikplänen, dass eine Zentralregierung in ein gutes Licht gestellt wird. Als wir diesen Zeitplan so durchgingen, stellten wir fest, dass die Dinge schlimmer und schlimmer würden. Ein Plan, den wir darin vorfanden, war, einen Aufstand in einem Land zu organisieren. Das Land liegt nicht allzu weit von den Vereinigten Staaten entfernt. Und sie hatten schon im Voraus eingeplant, dass ungefähr 1 Million Menschen bei diesem Aufstand ums Leben kommen würden. Wie ich schon sagte, nichts hat bisher meine Meinung darin verändern können, über all die Dinge, die hier geplant sind und die geschehen werden. Und nachdem ich die Bibel nun lese, bin ich desto mehr überzeugt, dass diese schlimmen Dinge geschehen werden. Aber das war nicht der schlimmste Brief. Der schlimmste Brief war der letzte. Ich möchte kurz daraus zitieren und dann die Sache erklären, denn dieser Brief war in Hexensprache geschrieben. Es hieß darin, wir haben nun den Sohn Luzifers gefunden, der die Erde dabei ist zu besuchen, und er ist bereit, uns in den Weltfrieden hineinzuführen. Damit meinen sie, dass ein Mensch, ein Mann von einer ungeheuren Größe und Kraft und Stärke den Sohn Luzifers verkörpert und der durch seine Macht den Weltfrieden herbeiführen kann. Und dann sagten sie, wer er sei. Sie gaben seinen ganzen Hintergrund bekannt, wann er auftreten soll und was er alles tun würde. Als diese Ratssitzung dann zu Ende war, stellte ich eine ziemlich dumme Frage. Ich sagte, lesen wir davon nicht in der christlichen Bibel? Nun stellt man Hexen keine solche Fragen. Ich hätte solch eine Sache noch nicht einmal denken sollen. In der Tat, ich war sehr überrascht später, dass ich aus diesem Sitzungszimmer überhaupt lebendig wieder herausgekommen bin. Wäre ich irgendjemand anders gewesen, ich glaube, das wäre nicht der Fall gewesen. Und dann habe ich so halb lachend gesagt, ach ja, ich mache hier nur Spaß, ich mache hier nur Spaß und ihr braucht euch da nicht drüber aufzuregen. Aber in dem nächsten Monat war ich in einem ziemlichen Durcheinander, denn die christliche Bibel redet ja darüber. Mir aber war die christliche Bibel als etwas absolut Falsches dargestellt worden. Uns wurde im Hexentum immer beigebracht, wenn du eine richtige Sache in der Bibel findest, dann kannst du dem ganzen Buch glauben. Das zeigt, wie stark sie dagegen waren. Ich hatte nun verschiedene richtige Dinge an einem Abend in der Bibel entdeckt. Und so habe ich mir nun meine Gedanken gemacht, warum mir mein ganzes Leben beigebracht wurde, dass die christliche Bibel falsch sei. Die Monate gingen so ins Land und mit mir ging es mehr und mehr bergab. Ich geriet mehr und mehr in die Fänge der Drogen. Ich wollte doch diese Dinge alle vergessen. Ja, in der Tat,
als ich mich dann schließlich bekehrte, im September 1972, da wog ich ungefähr noch 120 Pfund. Pro Tag gab ich damals rund 300 Mark für Aufputschmittel aus. So war ich also ein sehr süchtiger Mensch. Eine Woche bevor ich mich bekehrte, traf ich einen Baptistenprediger in einem der okkulten Läden, die wir in San Antonio betrieben. Er befand sich in diesem Laden, weil er seine Tochter zu Hause entdeckt hatte, als sie in ihrem Zimmer Hexerei betrieb, und hatte festgestellt, dass sie in ihrer Schule in einen solchen Hexenring eingeweiht worden war. Das ist nun nichts Außergewöhnliches. Ich wünschte, meine Frau wäre heute Abend auch dabei. Sie musste, um geschäftliche Dinge zu regeln, zurück nach San Antonio fliegen. Sie wurde in die Hexerei in Dayton, Ohio eingeführt, und zwar durch ihren Lehrer in der Schule. Wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass 90-95% derjenigen, die sich der Hexerei verschreiben, in frühen Jahren in der Schule dazu gekommen sind. So ist es nichts Außergewöhnliches, wenn dieses nun stattfindet, dass Kinder mit der Hexerei durch Lehrer vertraut gemacht werden. Deshalb strebe ich auch so sehr rein christliche Schulen an. Aber auch das scheint kein richtiger Schutz zu sein, wenigstens in den Schulen, die dem Namen nach christlich dastehen. Man findet es auch jetzt schon in diesen Schulen. Nun, dieser Baptistenprediger kam also in unseren Laden für okkulte Dinge und fragte nach einem Mann mit Namen Lance. Nun, Lance war mein Hexenname, mit dem ich also getauft wurde und in den ersten Stufe der Hexerei eingeführt wurde. Ich sagte dann, ja, ich bin Lance, was kann ich für Sie tun? Er fing nun an, Zeugnis abzulegen über Jesus Christus vor mir, und ich habe mich darüber sehr aufgeregt und ihm gesagt, er solle verschwinden. Ich habe ihn angeschrien und ihn verflucht, wie eine gute Hexe es eben tun würde, wenn man ihr das Evangelium von Jesus Christus erklärt. Oh ja, sagte er, ich verstehe schon. Apostelgeschichte 16,16 erklärt mir, dass Hexer von Dämonen besessen sind und von ihnen bekommen sie ihre Kraft. Und er sagte, ja, ich weiß, dass die Dämonen mich auch nicht gerne mögen. Und um sie wissen zu lassen, dass ich sie überhaupt nicht mag, binde ich sie einfach in dem Namen Jesu. Und ich befehle diesen Dämonen, aufzuhören, mit dir weiterhin in Verbindung zu sein. Ich zerbreche die Kraft, die du durch die Hexerei erhältst. Ich befehle sogar in dem Namen Jesu, dass du keinerlei Vergünstigungen mehr hast, indem du dem Satan dienst. Eine der satanischen Vergünstigungen in meinem Leben war nun der Drogengenuss. So hat er praktisch befohlen, dass ich aufhörte, Drogen zu nehmen. Eltern, passt auf, wenn eure Kinder in Umgang mit Drogen kommen. Und er sagte dann, ich werde beten und ich werde fasten mit anderen Gemeinden hier in der Umgebung zusammen, dass sie gerettet werden. Und ich werde ebenfalls den Schutz des Blutes Jesu über ihnen ausrufen, sodass der Satan nicht versuchen kann, ihr Leben in der Zwischenzeit zu nehmen. Und dann ging er weg. Er sagte nicht mehr weiter. Das, was er sagen wollte, hat er gesagt, und er ging dann weg. Ich dachte, dass dieser Mann ein wenig verrückt sei. Und seltsamerweise dachten auch manche Christen, dass er ein wenig verrückt sei. Aber er wusste, was er tat. Nun, ich ging dann nach oben und habe wieder eine frische Nadel rausgeholt und wollte ein wenig Aufputschmittel zu mir nehmen. Ich hatte ja nichts, worüber ich mich hätte aufregen können. Der Nachschub kam ja regelmäßig über die Grenze. Das heißt, in jener Nacht erwartete ich einen Transport, der ungefähr $1 Million wert war. Aber in jener Nacht ging etwas schief. Der falsche Wachposten war an der Grenze, das falsche Auto versuchte, das Rauschgift über die Grenze zu bringen. Alles, was hätte richtig laufen sollen, lief falsch in jener Nacht an der mexikanisch-amerikanischen Grenze. Die heiße Ware wurde schon auf mexikanischem Boden abgefangen. So war ich auf einmal mitten in der Nacht ohne Drogen, mit all den tiefen Verwundungen in meinem Leben. Und ich versuchte nun überall im Lande herum zu telefonieren, um an Drogen ranzukommen. Das Einzige, was unsere Rauschgifthändler in San Antonio in dieser Zeit hatten, war Heroin. Auch hatten sie noch Marihuana zur Verfügung, aber das war nicht so attraktiv für das, was ich tat. Jemand im Staate Ohio versprach mir, etwas herunterzuschicken. Das war
am Samstagmorgen und er sagte, halte